So Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video und damit wundervollen guten Abend, ihr Schwuppis. Genau, so Schwuppis. Also, heute unser erstes richtiges Tabak-Review zu einem neuen Tabak. Wir sehen, den noch keiner präsentiert hat. Den noch keiner vor uns präsentiert hat, stand jetzt, wo die Aufnahme hier läuft. Number one. Und nicht Numero uno. So. Und zwar heute als Special Guest mal wieder der altbekannte Herr Paris. Klar. Ich bin immer wieder gern auf dem Kanal. Auf jeden Fall, heute geht es um ein ganz kleines, schnelles Tabak-Reviewchen. Kurz, knackig und schön. Kurz, knackig, sexy, wie man uns halt kennt. Und natürlich süß. Und zwar, was haben wir heute für euch? Stand jetzt hat er halt wirklich noch niemand vorgestellt. Falls es jemand von euch kaufen möchte, diesen Tabak, könnt ihr euch ja vielleicht dieses Video angucken, wenn ihr jetzt nach dem Tabak gesucht habt und kommt auf unser Review. Und zwar geht es heute um die neue Sorte von X-Racher. Den? Natürlich den Maniac Number 9. Und dieser soll nach Fanta schmecken. Der normalen Fanta. Er riecht 1:1 so. Und vom Geschmack her werden wir es natürlich für euch testen. Nicht sowas wie Fanta Exotik oder sowas, das es schon gibt. Sondern Original Fanta. Original Fanta, eine ganz normale Fanta. So. Hier ist die Dose einmal. Focus Baby. Schöne Ding. Schöner Fokus. Zack. Hier in so ein Blau gehalten. Die Sommersorten waren in Rot. Hier ein explodierender Schniebi. Ja. Ahnst du, sieht die Dose so aus? Was haben wir eigentlich dafür gerade bezahlt? Ganz standardmäßig einfach mal 16,90. 16,90, das ist eine Kampfansage. Nicht 99, 90 lag. Ja, das ist eine Kampfansage. So kostet eigentlich jeder Tabak. Ja, auf jeden Fall, wie gesagt, wie ihr vielleicht schon gerade gehört habt, wir haben den Tabak jetzt auch erst frisch gekauft. Ja, das ist unser erster Kopf jetzt damit. Gio hat schon mal ganz kurz dran gezogen. Hinter uns steht sie schon bereit. Lehne ich mal ein bisschen zur Seite. Zeig mal nochmal unsere schöne Pfeife. Erzähl mal, Setup. So, Setup, VUCA, natürlich, Steinkopf, KS Apo, mit Sieb und natürlich da drin der Tabak nicht zu vergessen. Ja, mit und Kaminaufsatz, ganz klassisch. Genau, ansonsten auch wieder mit dem im letzten Video vorgestellten M. Rosenfeld Mundstück. Und ja, Ladies and Gentlemen, die hat schon mal kurz getestet. Für mich wird es dann der erste Zug sein, wo ich so richtig schmecke. Mal gucken, wie die erste Reaktion ist. Und dazu hauen wir natürlich gleich ein Review raus. Und ja, du ziehst schon mal ein bisschen. Natürlich. Muss richtig warm werden. Das ist noch nicht warm einfach. Quatsch. Schnitt müssen wir auch noch zeigen. Also eigentlich wie bei allen X-Racher-Sorten. Würde ich sagen, ist ein feiner Schnitt. Ja, muss man vielleicht ein bisschen ins Licht halten. Einfach sehr sexy, der Schnitt. Fokus hat jetzt nicht so Bock. Jetzt. Ja, also ist schon ein sehr schöner Schnitt. Perfekt für jeden Kopfbau gedacht. Ich rauche das Ganze an und dann sehen wir uns gleich wieder, wenn es richtig qualmt. So, Freunde, jetzt sind wir wieder zurück. Nach einer langen Pause. Ja, ein bisschen angeraucht für mich. Ich danke dir nochmal. Also, Ju zeigt euch die Rauchentwicklung. Ist auf jeden Fall wieder fantastico. 1A. Dichter Qualm, weiß. Schön, einfach nur schön. Weiß wie Ju's ungebräunter Arsch. So sieht's aus. Echt nie die Sonne zu sehen. Und fragt nicht, woher ich das weiß, Leute. So, dann probiere ich jetzt mal meinen ersten Züge. Jü kann ja vielleicht schon mal ein bisschen was zu dem Tabak sagen.
Ach so, geruchlich müssen wir erstmal nochmal schnell drauf eingehen. Erstes Tabak-Review, seid nicht zu streng, Leute. Eigentlich gibt es dazu nicht so viel zu sagen, oder? Ja. Er riecht einfach nach Fanta. Er riecht nach Fanta, aber an irgendwas erinnert es mich trotzdem. So ein Zitronenbonbon oder so. Weiß ich auch. Ein bisschen das Gefühl. Aber so auch nach Fanta, ja, richtig schon nach Fanta. Achso, ja. Das Ganze soll ja auch natürlich, haben wir schon gesagt, das Ganze soll Fanta auch sein. Ja, Fanta-Geschmack steht bei X-Rache auf der Webseite. Ups, sorry. Ja, ist halt Fanta, aber bestimmt riecht halt so ein bisschen wie so ein. Diese von dem 2, diese. Also nicht die, die man kauen kann, sondern diese Zitronenbonbon. Die dann so in so ein bisschen. Flüssig sind? Ja. Ich erzähle euch jetzt ausführlich, wie er schmeckt. Er schmeckt einfach mal nach Fanta. Mehr gibt es dazu auch nicht zu sagen. Wie lässt er sich denn rauchen? Danke fürs Zuhören. Nö, geht wirklich sanft durch das Ganze. Also schmeckt wirklich, kann man sagen, wie geruchlich auch. Fast 1 zu 1, oder? Ja, wirklich. Also wenn ihr den Tabak riecht, so wird er auch schmecken. Vorausgesetzt, ihr baut ihn auch richtig. Und vorausgesetzt, ihr mögt Fanta, dann schmeckt er euch auch. Schmeckt nach Orangen. Brause. Ja. Schmeckt einfach so, ich würde sagen, vielleicht so ganz klar Orange. Und so ein leichter, süßer Zitronengeschmack. Aber halt so wie Fanta halt schmeckt, ne? Also, wenn ihr auf was Fruchtiges steht, ist jetzt keine Minze, Menthol, nee, keine Frische mit dabei, sondern wirklich nur Fanta-Geschmack halt. Also für die Minze-Menthol-Feinde könnt ihr euch den Tabak auf jeden Fall zulegen. Für die Minze-Menthol-Freunde könnt ihr euch den Tabak natürlich auch zulegen, weil der schmeckt wirklich gut. Aber bis jetzt hatten wir bei X-Rache auch keine Sorte, die jetzt nicht geschmeckt hat. Ja, also es war für uns eigentlich wieder ein safer Kauf. Schmeckt auf jeden Fall sehr gut, das Ganze. Könnt ihr euch auf jeden Fall mal überlegen zu holen. Dein, was würdest du sagen, Fazit? Fazit. Schmeckt gut. Alles, was er schon gesagt hat. Ist auf jeden Fall eine Empfehlung, wenn ihr halt ja, Orange mögt, Fanta mögt, dann ist er höchstwahrscheinlich was für euch der Tabak. Und wie gesagt, X-Rache, bis jetzt alle, die wir davon hatten, haben uns nie enttäuscht. Genau, Leute, das war's zu unserem kleinen Tabak-Review. Bis zum nächsten Mal. Schaltet gerne wieder ein. Gebt uns ein Like nach unten. Bis zum nächsten Mal. Ciao.